Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom TechCast Weekly. Mit dabei sind heute der Alex. Wie immer. Und der Moritz. Hallo. Und was wir für tolle Themen für euch haben, erfahrt ihr nach dem Intro. Generisch und nett, ja. Ja, fand ich gut. Schön generisch gemacht. Ich bin der Lukas und ich bin ein Roboter. Nein, ist doch schön, da sind wir mal wieder im Podcast. War ja schon wieder Ecke her, dass wir den letzten gemacht haben, ne? Ja. Geht's euch gut soweit, Jungs? Ihr habt ja auch immer viel zu tun und war die ganze Zeit beschäftigt. Weiß ich doch. Moritz hat gerade erst noch gestreamt, soweit ich das mitbekommen habe. Richtig, der Plan ist auch, dass wir später weiter streamen. Gerne mal. Schreibt doch gerne mal auf den Discord, da erfahrt ihr immer, wenn irgendjemand von uns live ist. Das stimmt, Discord ist eigentlich eine praktische Sache. Und denkt dran, jeden Freitag um 22 Uhr sind wir alle zusammen live, im Idealfall zu fünft, und reden über eure Themen. Tja, wenn die Leute Bock haben und uns mal Themen vorschlagen würden. In letzter Zeit war das ein bisschen wenig, das ist schade. Ich würde mich natürlich über ein bisschen Input dahingehend freuen. Ist nämlich interessant bei uns im Kanal. Das ist eine der witzigen Sachen, die ich bei uns sowieso mal aufwerfen wollte, ne? Ja. Unsere Zielgruppe. Ja. Immer wieder faszinierend. Mittlerweile habe ich überhaupt keine Ahnung mehr, was unsere Zielgruppe ist. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Das ist so ein interessantes Ding. Wir hatten eine Zeit lang die ganzen Gamer. Dann hatten wir eine Zeit lang die Schnäppchen haben wollten. Dann die Unreal-Nerds, die Drucker-Nerds. Zwischendrin Leute, die Kamera suchen. Und jetzt weiß ich überhaupt gar nicht mehr so richtig, wo unsere Zielgruppe liegt. Bin ich da allein oder geht es euch auch so? Ein Gemisch aus allem, die halt da geblieben sind. Ja, das ist tatsächlich wirklich, ich kann es auch nicht mehr wirklich definieren. Also ich hätte dir vor einem Jahr noch gesagt, unsere Zielgruppe sind erstens quasi die, ich nenne sie mal einfach Kiddies, die alles möglichst umsonst haben wollen und die Leute, die einfach absolut kein Geld für irgendwas ausgeben wollen. Das hätte ich am Anfang auch gedacht. Aber das hat sich ja mittlerweile so verschoben und rumgeschoben und hin und her und hick und hack, dass ich das gar nicht mehr so wirklich sagen kann. Und das macht es mir im Moment echt schwierig, ein bisschen so themenmäßig was Gutes zu machen. Wusstet ihr das? Das Tolle aber an sowas ist halt genau, du kannst dann, egal was du themenmäßig machen möchtest, eigentlich fast anfassen, weil du hast zu irgendwas immer einen Teil deiner Zielgruppe, die sich dafür interessiert. Das Problem daran ist natürlich nur wieder, du hast halt für alles eine Teilzielgruppe und nicht eine komplette, das heißt. Genau, und das ist im Moment ein kleines Problem bei uns. Du erschreckst mit allen jemanden. Das Problem, das wir im Moment haben, was ich ziemlich schade finde, weil ich bin ja ziemlich dahinter, ne? Und ich habe heute auch wieder zwei neue Videos aufgenommen, das kann ich anteasern soweit, aber es könnte wieder zu edgy sein für die Leute da draußen, wobei ich es eigentlich richtig cool fand und nerdig. Kann ich ja gleich mal die zwei Obernerds fragen, den Moritz und den Lukas. Also ihr zwei Obernerds, ne? Ja. Was los? Also die zwei Sachen, die ich aufgenommen habe, war einmal Edix und einmal Space Desk. Ja. Okay. So. Ich meine, beides werdet ihr kennen, denke ich. Von daher sagt es euch wahrscheinlich nichts sonst, als wäre das was Besonderes, ne? Was ich aber schön fand, dass ich rausgefunden habe, wie ich endlich Space Desk stabil bekomme. Es gibt keine Alternative, die noch gut ist. Und der Moritz hat sich geweigert, dass er uns was Eigenes programmiert oder baut. Was erwartest du? Beziehungsweise, er weigert sich immer noch konstant. Ne? Also es wird kein TGF-Tablet oder Monitor-Streaming-Deck-Dings geben, leider. Eventuell irgendwann, aber in absehbarer Zukunft auf jeden Fall nicht. Ja, das dachte ich mir. Das ist ja das Blöde. Schade, weil hätte ich natürlich sehr gerne. Ihr da draußen wahrscheinlich auch. Aber das bringt mich nämlich wieder zu was. Es ist eine mehr oder weniger extreme Macke. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Weil es gibt nämlich keine wirkliche Möglichkeit im Moment, den Monitor schön zu streamen. Und klar, NDI-Tools und so weiter, aber es gibt kein richtig funktionierendes NDI für Tablets. Und das ist eine Sache, die mir an NDI noch fehlt, dass es einen virtuellen Monitor simulieren könnte. Das würde mir extrem gefallen. Ja gut, aber virtuelle Monitore simulieren ist immer so ein bisschen
Schwierig. Ich meine, ich habe ja auch schon mir von NDI jetzt, als ich ja dann letzten Freitag tatsächlich ja ein bisschen einfach dann nach dem Stream Watch Dogs Legion ja dann angefangen hatte, live zu streamen, hat mir NDI mit seiner Art auch schon ein bisschen die Grütze verhagelt gehabt. Ich weiß nicht. Echt jetzt? Was hat's gemacht? Es hat sich so daneben benommen und hat mir im Endeffekt für Aussetzer ohne Ende gesorgt, die nicht erklärbar waren, witzigerweise. Okay. Auch wenn es angeblich keine CPU-Last verbraucht hat. Ja. Ruckel, 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 ruckel. Ja, klasse. Das ist das Beste. Ja, ich habe nachher die komplette Qualität. So, ich meine, ich kann Watch Dogs Lean hier normalerweise so, je nach halt, welche, wie hoch ich die Grafik-Settings drehe, kriege ich hier teilweise 4K, dann niedrige Settings, 2K, Midrange bis hohe Settings auf der Grafikkarte hin. Mhm. Mit NDI konnte ich das Ganze auf 1080p runterdrehen. Die Grafik sah halt auf dem PC schon übelst Banane aus, lief auf dem PC flüssig, aber der Stream hat trotzdem geklebt. Ja, das ist halt... Als ich jetzt dann diesen weiteren Stream gemacht hatte, wo ich ja nachgefragt wurde, ob ich ja nochmal machen könnte, habe ich dann einfach das ganze Setup ein bisschen umgebaut, habe einfach das Ganze hier über die Projector-Funktion hier von Windows einfach gemacht, dass einfach diesen Display auf Monitor 2 quasi dupliziert und Monitor 2 war einfach ein HDMI-Kabel, das in eine Capture-Karte hier von den Chinesen gegangen ist. Hat geholfen? So eine, ja, das war dann halt zwar nur das 1080p30 von dieser China-Capture-Karte. Video auf unserem Kanal, könnt ihr euch angucken, 15 Euro Capture-Karte, Total Transition. Die ist eigentlich ganz cool. Ja. Und dies war im Endeffekt super, ich konnte in schönster Qualität dann, hab dann natürlich dementsprechend auch nur Full HD dann auf dem PC angezeigt, aber das hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Cool. So, konnte in wunderschöner Qualität mit Grafik-Settings so... Wenigstens, es klappt ja nicht immer alles so fließend und ja? Zu deinem Tablet-Problem, hast du schon mal was ist eigentlich mit so einer Workaround-Lösung? Zum Beispiel das funktioniert auf dem Tablet so leider nicht richtig. Tablet. Nee, ich habe ein Problem, vor allem für alle da draußen, die sich das Tablet S20 aus meinem Video geholt haben. Es ist ein tolles Tablet, ja, aber es hat Probleme. Und zwar zum Beispiel eines dieser sehr, 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 sehr nervigen Probleme ist, dass leider USB-Tethering nicht richtig funktioniert. Das heißt, ich werde versuchen, am PC USB-Tethering anzumachen. Am Rechner sagte mir alles okay, aber sobald ich dann versuche, auf das Device zuzugreifen, dass ich schneller quasi übertragen kann, die Daten, sagte mir, die Daten sind jetzt zwar eigentlich theoretisch angekommen, aber das funktioniert nicht. Und ich so, ja, wieso funktioniert denn das nicht? Ja, kein Kabel angesteckt. USB-Tethering kann sich ja nur aktivieren, wenn ein Kabel überhaupt angesteckt ist. Also wissen wir schon mal, daran kann es nicht liegen von meiner Seite her. Was aber auch bedeutet, dass da wieder ein tieferer Bug in den Treibern vorliegt. Und da das ein China-Tablet ist, kann ich das nicht so einfach debuggen, ne? Was sein kann, es gibt ja hier bei Micro-USB, wird er da wahrscheinlich haben, hat Mikro. Oder? Nein, hat USB-C. Okay, ja, ansonsten bei Micro-USB gibt es ja diesen Debug-Mode-Pin. Mhm. An den muss man ja dann auf Ground ziehen, um den Debug-Mode dann hinzukriegen. Und das könnte sein, dass du halt so ein Kabel gebraucht hättest, wenn der jetzt Micro-USB hätte. Aber ich weiß nicht, ob es das auch für einen C-Standard gibt. Ist jetzt keine Ahnung. Also es ist schon echt gemein. Es ist schon richtig gemein, muss ich sagen. Wenn es vielleicht an der ROM liegt. An der ROM? An Image drauf? Naja, da ist drauf, im Moment ist da drauf Android 9. Fast plain Android 9. In China-Version? Ja gut, aber trotzdem irgendwas. In der China-Version? Nee. Trotzdem irgendwas China kein China, ist fast Stock. Sein, ganz normal Stock? Ja, fast Stock. Was heißt fast? Naja, sie haben 2-3 Animationen geändert. Aber das ist anderes Stock. Ja, das kann schon was ausmachen. Okay, aber halt trotzdem, dann ist es kein Stock mehr, sondern dann ist es halt schon self-made, ja. Auch wenn es halt auf Stock basiert. Probiert doch halt einfach mal ein reines Stock-Image. Das Problem ist, wie kriegst du solche Billigo-Tabloiden wirklich dann manchmal geflasht? Da sind mir auch schon diverse Haare ausgefallen über diesen. Ja, aber es hat einen sperrten Bootloader. Das ist so eine Aufgabe, das werde ich das persönlich mal angehen. Eine Anfrage. Ja, also du kannst in Android kannst sagen, pass auf, hier OEM Boot Unlock, ne? Ja. Was ja super ist. Aber es heißt aber auch, dass ich da halt drüber gehen muss, ne? Man muss das alles per Hand machen.
Musst halt nur irgendwas Kompatibles zu diesem China-Ding finden. Genau. Und ab Das da kennen wird's wir. halt wieder hässlich, ne? Wir wissen es Und ja auch da alle. ist es halt nochmal so. Also für Custom-ROMs, wenn du Custom-ROMs haben willst, kaufst du dir eigentlich tatsächlich am besten irgendein Markentablet, weil dazu findest du hundertprozentig ROMs. Da ist ja dann auch eine große Community hinter. Ja, das ist einfach so. Also damit werde ich nicht arbeiten. Die Übertragung ist cool mit Bitrate und so weiter. Leider nützt mir unser cooles Screen Copy auch nichts. Ja. Nützt mal halt in diesem Fall. Ja, in diesem. Ja klar, weil die Debug noch nicht geht. Ja, in diesem Fall bringt es mal halt nichts. Ja, weiß ich noch nicht, was ich da machen soll, ne? Ja, im Moment habe ich es auf Eis gelegt. Im Zuge von, ich baue an unserem Shop weiter. An alle draußen, die sich jetzt wundern, was, ja, wir arbeiten gerade zusammen alle an einem The Geek Creeps Shop. Und das frisst am meisten Zeit neben ein bisschen Dreharbeit. Können wir die Domain schon Zeitpunkt. mal teasern für alle Leute, die den Podcast später hören? Das wird mal heißen shop.thegeekfreaks.de. Noch können die Leute es nicht erreichen. Dem Zeitpunkt, zu dem der Podcast rauskommt, wartet noch eine Woche. Wartet noch eine Woche, ja. Aber Genau. dann wird es rund gehen. Also Oh wird ja. cool, ne? Shop.thegeekfreaks.de. Einfach mal drauf gehen, schauen. Wenn euch der Benutzername und Passwort fragt, dann ist es noch nicht so weit. Dann einfach noch mal in ein paar Tagen vorbeischauen. Genau. Im Moment bin ich daran, das Layout und das Design ein bisschen hübscher zu machen, weil offensichtliche Gründe soll ja auch ansprechend sein für alle da draußen, ne? Auf jeden Fall. Die Leute sollen sich ja auch schließlich wohlfühlen. Natürlich. Und falls ihr das, die meisten Sachen werden im Shop immer kostenlos sein. Nur die Sachen, wo wir echt Herzblut reinstecken, wo viel Arbeit reinfließt und wo man vielleicht ein paar Euronen verlangen könnte, theoretisch da, wenn man einen geminderten Preis draufsetzen. Die Fans. Ja keinen Zwang zum Kauf. Genau, außerdem gibt es ja eh Einstiegspreise. Wollen wir auch gerade arbeiten. Also lohnt Oh sich auf ja. jeden Fall da mal alle heilige Für Zeit mal die, die reinzuschauen. jetzt zu Release kommen, für die wird sowieso noch mal ordentlich Rabatte geben, im Vergleich zu später, denke ich mal, oder? Mir voll. Wenn ihr das in einem Jahr Ja. hört, blöd, schaut mal auf dem Discord vorbei, da gibt's vielleicht. Genau, schreibt dem Moritz einfach eine PN. Er liebt PNs, hoffen wir. Schreibt auf dem Discord, wenn ihr mir PN schreibt, bekommt ihr einfach einen Link zum Discord zugeschickt. Euch also nicht wirklich Genau. viel. Ansonsten, wo wir ja gerade schon vom Schreiben sind, ich meine, wer uns tatsächlich ja irgendwie Feedback oder so zum Podcast da lassen möchte, der kann das ja natürlich auch tun. Welches war Jederzeit. denn da nochmal die Mailadresse, Podcast Moritz? at thegeekfreaks.de. So, damit hätten wir das auch eingebaut. Der Mann Ist weiß Moritz alles. glücklich? Der Discord ist zu erreichen unter discord.thegeekfreaks.de. Dann musst du es aber in den nächsten 2 Wochen jetzt auch eingebaut kriegen. Jetzt machen Podcast. Ja. Machen Podcast oder so morgen gegen 11. Morgen gegen 11. Ich weiß von nichts. Okay. Also das So. jetzt raus. Nein, das bleibt drin. Glaubst du nicht, dass der Lukas hier was schneidet? Das erwarte ich Nein, von ihm. Podcasts sind doch eigentlich aus ihrer Natur her eigentlich eher Oh, ungeschnitten. Ne? Schneiden in stimmt. Podcast ist ja unelegant. Das macht doch Sehr keiner. unprofessionell sind wir ja Oder nicht. macht das Genau. jemand? Dann hört sich das alles ja nicht mehr authentisch an, was wir hier machen. Genau. Und ich meine, Authentizität ist doch alles, was wir Also brauchen. ich bin gegen Authentifizierung. Ich auch. Ja, weißt du, Moritz mag auch, ich habe festgestellt, er mag das besonders, wenn man so Sachen so richtig falsch ausspricht. Echt? So, Eisel auf ja, Man? die Eisel of Man, er triggert ihn besonders. Eisel of Man. Ja. Erstmal ein Hässlich. Center-Schock. Ja, mein inneres Klavier kriegt da Bauchweh. Okay. Warum, Alex? Willst du es mal erzählen? Warum was? Warum dein inneres Gravel Bauchweh kriegt, wenn Moritz Shenter-Schocks frischt. Ah, ich mag saure Sachen einfach nicht. Komme ich damit Wie klar? man vielleicht rausgefunden hat, wenn man manche Folgen auf dem Kanal geguckt hat. Ich habe nämlich diesen Gustofaziales-Effekt noch. Das heißt, ich habe leider noch diesen schönen Triggerreiz, den Kinder normalerweise haben, diesen Reflex, dass sich meine ganze Fresse verzieht. Mein ganzes Unglück dann nachher rausströmt. Ist nicht normal, Fresse verziehen, wenn man was Saures ist? Nee. Es kommt darauf an, Ein, zu einem gewissen Grad, ja, wenn aber. du einen spastischen Effekt Ach hast, so, okay. dann das ist eigentlich, haben Kleinkinder das.
Und ich. Weil ich das nie wegbekommen habe, anscheinend. Das ist ein Überbleibsel von Kindestagen. Ist auch irgendwie interessant, ne? Ja. Aber, ja, meine Güte. Aber ist ja irgendwie auch niedlich. Ja, das ist ja Hauptsache ist niedlich. Wir lachen ja dann hauptsächlich mit dir über dich. Ja, mit dir ist über mir dich. Eigentlich sogar relativ wurscht. Ach, muss ja. ich ehrlich sagen. Weil ich brauche einfach nichts Saures. Dafür liebe ich scharfes Essen. So Sassi ab und ja. Wie scharf? Ja, gut. Interessant ist, ich habe es ein bisschen anscheinend an meinen Sohn vererbt, ne? Und das ja, die Sache ist nur die so, scharfes Essen ist halt eine unterschiedliche Definition. Zum Beispiel so, wenn ich scharf mache, dann kann es sein, dass andere Leute sagen, meine Schwestern würden es wahrscheinlich wieder ausspucken, während es die Zunge berührt. Und ja, das gibt's auch. Meine Frau ist da eher so, pass auf, scharf ist alles, was schon Pfeffer ist. Und da ist sie dann nicht glücklich. Ich bin da eher so, jo, ich esse sehr gern Peperonis. Mein Sohn, ich meine, der ist jetzt gerade mal ein Jahr alt, der isst Senf, Pfeffer. Neulich habe ich mir Pizza mit Peperoni gemacht und er hat dann einfach mir 3-4 Peperonis weggesnackt. Für das Alter ist das schon, wow. Da war meine Frau etwas überrascht. Da brennt dann die Windel. Nee, gar nichts. Ganz normal. Nix. War cool. War richtig cool. Der hat es einfach weggesnackt. Ja. Und haben immer so ein bisschen vorbeigejoggt, ne? Chip, antapst. Papa, ich will eine spanische Salami und eine Peperoni. Und dann ist er weiter spielen. Okay. Und ich bin schon innerlich vor Lachen so, okay. Meine Frau hat es überhaupt nicht überrissen. Weißt du, so taps. Er wird selbstständig. Dann habe ich dann die eine Hand eine spanische gegeben, in die andere Hand halt beim Pizza machen, ne, so, in die andere Hand so eine Peperoni, tap, und gleich weitergespielt und 3 Minuten später kam er wieder an. Okay. Hast du ihn heimlich mit Carolina Reaper angewöhnt? Nee, aber es ist schon cool, weil ich meine, das heißt jetzt, er kann das richtige Chili irgendwann mit essen und meine Frau kriegt halt die Kinderversion. Ja, wobei ich generell Chili, wenn ich Chili koche, immer die Luffy-Variante koche, die sich die Leute dann selber so auf ihren so persönlich präferierten Grad der Schärfe einfach würzen können. Ja, also meine Version von Chili, also das Geheimnis an da draußen, ne? Ich habe ein paar echt gute Rezepte. Also ich muss eins sagen, kochen kann ich. Dafür dauert es bei mir auch, bis ich fertig bin. Also ich brauche dann schon mal 1,5 Stunden, bis ich fertig bin. Ich habe gehört, neues Format Geek Freaks kocht. Boah. Mit Lüftern? Kochtipps, mein Freund. Kochtipps sind der Hit. Nerdgierig, die schnell gehen, aber gut sind. Wollt ihr eigentlich mal Alex kochen sehen? Dann geht ihr einfach mal auf unseren Zweitkanal, The Freak Geeks. Da gibt es so ein Video. Das Clip. Ist, glaube ich, Kochen mit Alex. Ja. Und dann seht ihr, wie Alex kocht. Ey, das existiert noch. Das ist das Einzige, was da so noch existiert von dem Video, das nicht mehr existieren darf. Ist auch schön. Ja, das. Ist irgendwo, ich glaube, wir haben ein bisschen an einem Laster geschüttelt und es ist runtergefallen. Ich habe es mal zufällig entdeckt, dachte ich mir, komm, ja, das wollen Leute doch bestimmt sehen. Ja, das hey, Kochen mit Alex war witzig. Wollen wir da mal ein Remake machen? Das ist der Grund, weswegen wir das ja... Ach, übrigens, an alle draußen, wenn ihr euch jetzt denkt, ich habe Appetit auf Chili bekommen, wenn ihr euch Chili macht mit Kidneybohnen, bitte immer die Flüssigkeit wegschütten und auch die Bohnen waschen vorher. Wer macht denn die Flüssigkeit und wäscht die Bohnen? Es nicht? Gibt einige Leute, die machen das. Das Problem ist, es ist hochgiftig. Es ist hochgiftig, diese Flüssigkeit, weil natürlich aus dem Bohnen, das ist wie mit rohen Bohnen, dann lagern sich Toxine aus den Pflanzenrückständen in der Flüssigkeit an. Und wer sie nicht richtig wäscht und öfter Kidneybohnen isst, der vergiftet sich bis zum Nierenausfall. Deswegen waschen. Ja gut, ich wasche die immer so ein bisschen einfach in der Dose durch ein paar Mal und das reicht mir dann eigentlich so, wenn dann kein so von diesem Zeugs mehr dran klebt. Es gibt da halt aber echt Leute, die nehmen dich einen dickflüssigen Sud und essen den mit, ne? Oder trinken Gurkenwasser. Wagelachs. Ja, Wagelachs. Also, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist so, als würde ich Instant-Nudeln essen und würde unten den Dreck, der übrig bleibt, abkratzen und den rausschlabbern. Ja, da haben wir ja auch einen Spezialisten. Wir sprechen jetzt niemanden an, der Moritz heißt. Nee, von dem haben wir nur gehört, den wir sagen. Was machen wir hier nicht? Nee. Genau. Ach, übrigens, ich habe meinen Drucker jetzt repariert. Der war kaputt. Falls es jemand interessiert, den hochgemordeten, super gezüchteten, der ist ausgestiegen. X1? Seit wann? Ja, der war ausgestiegen. Ich wollte mich für den Carsten
Spoiler-Alarm, wir haben einen Otto Laser. Spoiler-Alarm, ich habe ihm im Video nicht mal so gezeigt, wie Otto wollte, sondern Carsten hat gleich angefangen, den vom Grund auf mit neuen Rails neu zu bauen. Wow. Er hat sich Rails geschnitten und alles. Ja, und ich habe angefangen, dann die gemoddeten Teile, die ihr übrigens dann auch im Shop finden werdet, mit einem kompletten Modding-Pack. Aber das wird aufwendig. Und der hat ein paar Teile gebraucht und ich sollte die drucken. Das sollte ich vorgestern schon. Ding ist, das Ding hat nicht funktioniert und dann hat der zweite Mingler auch nicht funktioniert. Und dann bin ich durchgedreht. Und ich habe rausgefunden, was es war. Und es war einer der dümmsten Fehler, die man sich vorstellen kann. Was? Ja, mein BL Touch hat auch einen Fehler gemeldet, weil aus irgendeinem Grund sich die Endstops leicht verschoben haben, vielleicht durch Vibration, was auch immer. Was heißt, die Endstops wurden getriggert, bevor der BL Touch, also der Autobed Leveling Sensor, als Endstop funktionieren konnte. Also hat der nie im Boden gefunden und einen Fehler gegeben. Oh ja. Aber du kennst das doch, Drucker sind immer, also 3D-Drucker sind ja auch Drucker und Drucker hassen die Menschheit. Ja. Jeder Drucker ist scheußlich. Die wirst du kennen, so. Und ich meine, so an sich hatte ich vorhin auch noch hier so, da war ja sogar so mitten in Moritz seinem Livestream, wurde ich hier angeschrieben, so, hier muss mal dringend was ausgedruckt werden und der Drucker tut schon wieder nicht mit dem Netzwerk. So. Einfach erschießen, ihnen einfach einen Gnadenschuss geben dem Drucker. Ja, aber das ist ja der neue sogar, der ist ja nicht mal so alt. Der Gnadenschuss, ist, ja. Ja, aber... Gnadenschuss, mein Wort, egal was, Gnadenschuss. Ich bin einfach so mit der ultimativen Waffe gegen jeden Drucker, der sich gegen seine Netzwerkdruckfähigkeiten sträubt, gekommen. Einem USB-Stick mit PDFs. Ja, aber trotzdem. Diese Drucker sind die Hölle, die suchen immer neue Wege, um dich fertig zu machen. Saskia und ich haben jeweils einen Laserdrucker. Beide bringen rote Fehler raus. Wir haben halt solche mit ganz normalen Toner, Schwarz-Weiß-Dingern, die sind halt am effizientesten, ne? Ja. Und wenn der eine nicht will, steigt der andere aus Sympathie aus, ne? Hab Hunger, hab Durst, hab Pipi, sind wir schon da. Das Tollste, da fällt mir nichts mehr ein. Drucker steigen ja auch immer mehr aus, je dringender es ist, dass man etwas gedruckt haben muss. Ja. Willst du auf einmal ein Logo aus Testzwecken auf 2x2 Meter ausdrucken, auf 100 DIN A4? Ja, mache ich dir in 2 Minuten, alles cool, super, freue mich. Willst du ein Dokument ausdrucken für deine Steuererklärung? Ja, der Toner ist leer, der Toner ist neu. Ja, ich habe keinen Strom, was? So ungefähr. Ja. Es ist immer das gleiche Spiel. Und boah, das ist aber das gleiche mit Servern. Egal, je dringender du was von der Technik willst, desto mehr überlegst du sich, ob sie heute in Stimmung ist. Sie hat Migräne, alles klar. Ja, das ist so. Das ist genauso mit meinem PC und Unraid gewesen hier dann so. Irgendwo so ist mir dieser tolle Stick. Ich hasse jetzt übrigens so für USB-Stick so. Ich verwende meine Sticks, ne? Weiter so. Aber so, ich habe festgestellt, Intenso-Sticks vertragen sich nicht mit Unraid. Sie funktionieren tadellos, ohne Probleme. Aber Unraid kann sie nicht leiden. Nein, nicht Unraid, nicht Unraid. Doch. Die Intenso-Sticks haben eine spezielle Fähigkeit in ihrem Chipsatz, weil der Treiber geladen werden muss. Und dieser Intenso-Treiber ist nicht nur bei Unraid, sondern bei ganz vielen Linux-Distributionen ein Riesenproblem. Der ist auch unter Windows ein Riesenproblem. Darf ich mal von meiner Erfahrung mit Intenso berichten? Ja, was ich einfach nur meine, so, ich kann das Ding, ich kann per Ventor, ich kann Windows, ISOs und so weiter, ich kann sowas ultimativ toll draufspielen. Das, ohne Probleme geht das. Aber Unraid, ne? Floinks ein Error nach dem anderen und bei 5 Versuchen random Ausstieg startet das Ding plötzlich komplett durch und geht dann. Ich sag dir eins, wenn du einen Intenso-Stick hast mit wichtigen Daten, ne, und dann hast du unter Arch Linux, ne? Mach's nicht. Mach's nicht. Der korruptiert dir den kompletten Stick, sodass du die Partition wiederherstellen musst und kriegst Bad Sectors. Oh ja. Auf dem USB-Stick. Das erinnert mich so daran, was dieses komische Antivirenprogramm hier, das wir in der Schule hatten, früher gemacht hat. Dass irgendwelche random Word-Dokumente einfach gesagt hat, es ist nicht signiert, ist ungültig. Virus, gelöscht. Möchte ich auch nicht von singen. Vor allem, wenn es dann Systemdateien blockiert und du dein Windows neu aufsetzen musst, weil es einfach nicht mehr startet. Ja, aber an so einem Schul-PC, wenn du deine reinsteckst und das Antivirus sagt dir einfach dann so gerade auf diesem Rechner für die Präsentation, oh, tut mir leid, diese PPTX hat einen angeblichen Virus enthalten, ich habe sie mal vorsorglich gelöscht. Auch nett. Dann guckst du etwas doof. Irgendwie muss ich euch einen Schwank aus meiner Jugend erzählen dazu. Leg los. Mein erstes Zusammentreffen mit Servern oder Serverräumen oder überhaupt mit Server-Equipment war in der Schule.
Und da waren LAN-Buchsen in der Wand. Und ich war relativ jung und wusste nicht, was LAN-Buchsen sind, aber da sind Buchsen, ne? Ja. Okay. Da passt ja verschiedenes Zeug rein. Nein. Ja. Ja, und ich habe halt verschiedenes Zeug, was ich so gefunden habe, dann eingesteckt. Heißt das? Und später musste ich dann irgendwann zum Sekretariat hoch, mal. Und zu diesem Moment, der hatte nichts damit zu tun. In diesem Moment, ich dann da hoch musste, kam der damalige Serverabsteller ins Sekretariat gestürmt und hat geschrien: Halt, wir müssen alles ausschalten, wir müssen alle Server abschalten, ganz schnell. Irgendwie, ich habe Dreck in die Buchsen gestopft, jetzt schreibt alles ab, wir müssen es abschalten. Dreck in die Buchsen. Wir müssen ausschalten, wenn wir mal Kühlschluss. Ich bin, weißt du, wie schwer es ist, in so einem Moment als Jugendlicher die Koordinaten zu bewahren? Als er weiß. Ja. Das war bei uns, als wir den neuen Server in der Schule gekriegt hatten, genauso lustig. Du konntest einfach ein LAN-Kabel nehmen und von einer Buchse in die andere Buchse tun und dann gab es ein Loopback und das komplette Netzwerk war weg. Ja, damals war noch nichts abgesichert, ne? Das ist schön. Vor allen Dingen das Geilste war, die hatten ja eigentlich so eine Loopback-Protection. Sie hat halt nur nicht funktioniert. Da im V-Kids. Ja, ich habe auch Überspannungsschutz in den Steckdosen und es geht nicht. Ja, das ist ja auch alles Snake Oil. Ja, don't trust anything. Weißt du, auch wenn du so eine Funkenstrecke und so weiter da drin hast, was sind das eigentlich für Überspannungen, die du normalerweise im Netz hast? Okay, üblicherweise, egal wo sich die Spannungen falsch verhalten, das Netz schaltet sich selbstständig normalerweise ab und irgendwas sichert den Stromkreis. Das heißt, aber normalerweise 10-20k. Wenn du eine, aber wenn du so 10-20k hast, dann die kommen normalerweise entweder, wenn irgendwo so eine Hochspannungsleitung kurz schließt auf eine Niederspannungsleitung, sollte normalerweise nie passieren, weil da traut der nämlich einfach nur alles instant weg. Ja. Aber selbst dann sollten sie eigentlich die Sicherungsautomaten trotzdem noch den Strom begrenzen nach dem ersten Schaden. Aber selbst dann, wenn das passiert ist, ist schon auch so ein Überspannungsschutz, hilft dir da nichts. So. Auch wenn dann Varistor dann einfach die 600 Volt, die der eigentlich kann, ableitet und sich dann opfert und in Rauch aufgeht, die Technik dahinter kriegt trotzdem noch eine gebrezelt. Du, wenn ihr da draußen, ne, in euren supergeilen Gummischlübbern frisch aus der Dusche über den Boden robbt, ne, habt ihr auch mal ganz schnell einfach mal 100.000 Volt auf der Haut. Das geht super schnell, das ist nicht viel Ampere, aber es sind 100.000 Volt. Und wenn ihr so einen kleinen Hitzler zufälligerweise dann anbringt, vielleicht an einen Rechner, an einen Mainboard, an irgendein technisches Gerät, kann das deswegen schon hops gehen. Ich meine, das merkt ihr ja schon, wenn er dann einfach mal über so einen schönen Teppich schlurft und euch einer an der Tür zieht. Sag nur Teppichboden im Serverraum. Yeah. Boah, weißt du, was am meisten wehtut und was am allermeisten wehtut? Wenn du so richtig schön aufgeladen bist, Jacke, Polyester, was auch immer, ne? Und du fasst nicht eine Türklinke oder so an, sondern was auf Erdung. Oh, bist du richtig auf Erdung, wie die Spüle oder was war es neulich aus Versehen, ne? Habe ich die Heizung angefasst. Weißt du, was mir witzigerweise die schlimmsten, wirklich schmerzhaftesten, so von diesen kleinen Schlägen, die ich kannte, verpasst hat? Nicht ein Waschbecken oder so was direkt geerdetes, sondern witzigerweise unsere alten Gartenstühle, die wir hatten. Da hast du dir ständig irgendwie einen dran gezogen, das waren halt einfach nur diese geflochtenen Dinger und die haben sich irgendwie nochmal selber so ein Potenzial gewählt und dann so ein Gegenpotenzial und dann klock, hat das wirklich schön gefunkt. Ich schaff's immer wieder, mich an meinem Laptop zu entladen. Echt? Ja. Die Saskia, also jahrelang wusste sie nicht, also sie hatte ein Technikproblem, bevor sie mich kennengelernt hat, ne? Mhm. Und dann haben wir uns getroffen und kennengelernt. Jetzt und hat sie noch mehr. Und dann hieß es nur, nee, Schatz, ich fass davon nichts mehr an, mach du es. Warte, pass auf, ihr Laptop ging die ganze Zeit immer random aus. Immer. Sie war dann so am Rechner, wollte was tippen, irgendwas, hat einen Film geschaut, Laptop ging aus. Und der Laptop war ihr einziges Gerät, mehr oder weniger. Okay. Und dann haben wir herausgefunden, dass sie an ihrem Armband an ihren Hand ein Lederarmband hat. Und dieses Lederarmband wird mit einem Magnet geschlossen. Oh. Und dieses magnetische Lederarmband hat unterm Touchpad, war auf dem Touchpad gelegen. Und direkt unterm Touchpad war die Festplatte gemountet. Ja. Okay. Und der Magnetverschluss vom Armband war so stark, dass er die Toshiba-Platte dazu gebracht hat, dass der Head freest. Wow, das ist normalerweise eigentlich so schwach.
abgeschirmt. Erstmal schaffen. Und nachdem sie es rausgefunden hat, haben wir das Spiel gespielt. Weißt du, so Sesam öffne dich türmäßig, ne? Mit der Hand drüber, zack, Laptop aus. Zack, Laptop wieder an. Das war hochinteressant. Das darf eigentlich nicht sein, ne? Also der Laptop, nein, darf nicht. Aber ja. Es sind, in meinem Leben habe ich viele so mysteriöse Dinge kennengelernt, die eigentlich schon ziemlich witzig zumuten. Spontan fällt mir dazu gar noch was ein. Weißt du, was das Witzigste, der witzigste Technikdefekt, den ich jemals quasi als Workaround gefunden habe, war? Nee. Der Rechner, was? Den ich hier hatte, das war so ein ziemlich einfaches Ding, das hatte ich in der Schule so abgegriffen vom Schrott und der war quasi kaputt. So. Ich habe rausgefunden, der geht unter der Bedingung, dass das DVD-Laufwerk angeschlossen ist, nur per SATA, nicht an normalen Strom und um 90 Grad gedreht. Also nicht so mal waagerecht drauf, sondern 90 Grad gedreht. Das war die Bedingung, ansonsten ist der abgestürzt, wenn du das hingelegt hast. Ich hab nur eine Frage, wie hast du das debuggt? Ich habe einfach durch Zufall das Ganze, also ist nicht debuggt, sondern ist Workaround. Ich habe einfach durch Zufall das Ding mal so da drauf liegen gehabt und dann ging das Ding einfach an. Okay, das ist weird, das ist richtig weird. So, deswegen so. Das Ding lag auf dem Rechner einfach so drauf, so ich habe es einfach nur rausgenommen gehabt, weil ich da am Netzteil, das war so ein kurzer Rechner, da konntest du nicht so gut dran arbeiten am Netzteil, da hatte ich sogar getauscht gehabt. Und ich hatte halt dann das Ding nicht angeschlossen gehabt, es lag halt oben drauf, aber das SATA-Kabel war halt angeschlossen. Und dann hat's funktioniert. Das war auch so ein alter Cordu-Rechner, aber du fragst dich, was ist das für eine Voodoo, die da in diesem Rechner vorgeht? Technik-Voodoo funktioniert. Ja. So. Technik-Voodoo ist ein schwieriges Feld. Wir sind ja wenigstens halbwegs bewandert, wenigstens in dieser bösen, dunklen Kunst. Ich weiß auch, aber die meisten Leute sind da nicht bewandert. Die wissen nicht, wie man Voodoo anwendet. Ja, aber ich weiß halt auch nicht, wie das zustande kommen kann. Das musst du auch nicht, weil das Voodoo ist ein Geheimnis, auch gegen die, für die Leute, die Voodoo ausführen. Deshalb nicht massiert. Die Leute sagen zwar immer, alle Techniker und ITler sagen immer, verraten Sie dein Geheimnis und sie, nee, Berufsgeheimnis. Nein, ein ITler weiß nicht, was er tut. Einfach glückliches Karma. Der Regentanz hat funktioniert und bei ihm geht's. Wobei ich 60-70% meiner Workarounds tatsächlich von Leuten habe, die keine Ahnung haben, die durch Zufall irgendwie eine Lösung für ihr Problem gefunden haben, wo ich mir dann denke, wenn ich es mir anschaue, was? Wie ist das möglich? Ja, das bringt mich zu einem schönen Beispiel. Und zwar habt ihr euch mal den Quake Source Code angeschaut? Nein. Und zwar die Documentation dazu? Nein, habe ich nie gemacht. Es gibt einen Tipp an alle da draußen. Also es gibt für Half-Life, für Portal, für Quake und für Unreal Tournament sind teilweise Videos im Netz, die könnt ihr euch angucken. Da haben die Leute sich die Notations angeschaut, die im Source Code stehen. Und das ist einfach nur ein göttlicher Lacher. Waren die angucken. Sehr spaßig mit dem Source Code? Ne, das geht so, hier, da ist ja irgendeine Kommandozeile, Befehlszeile. Drunter der Comment, ich habe keine Ahnung, was es tut, aber wenn ihr das wegmacht, dann startet das Spiel nicht mehr. Im Final Code. Oder, das hier zweimal reingemacht, ist eine hässliche Lösung, eine wirklich hässliche Lösung, richtige Lösung mit Folgen, kam nie. diese Zeile hier erzeugt eine Exception. Kommentar drunter, ja, das ist auch so gewollt. Warum? Weil sonst, und dann drunter, weil sonst die Executable nach so und so viel Zeit crasht. Aber also der Memory Bleed war nötig, um den dann abzufangen. Also Provisorien sind das, was meistens am längsten hält. Es ist genauso, guck dir bei mir an, ja. Ich wollte mir eigentlich die ganze Zeit irgendwie so eine ordentliche Halterung für meine Kamera hier mal für die Streams und so weiter hin tun. Weißt du, wie das Ganze jetzt eigentlich aussieht, die Halterung für die Kamera? Es ist so ein Stück Dachlatte, das einfach auf meinem PC drauf liegt. Da drauf liegt ein Floppy-Laufwerk und ein 3,5 Zoll Festplatte. Die reichen genau, dass das unter dem Monitor klemmen bleibt, der da drauf liegt. Und dann am anderen Ende liegt einfach so eine Minzdose noch drauf und die Kamera drauf. Und das passt von der Höhe so gut, dass das hier für den Stream einfach die Perspektive hält. Deswegen druck dir doch einfach mal eine Halterung. Ja, mein Drucker funktioniert nicht. Ach. Ja. Wieso das? Wieso denn das? Erzähl das uns doch mal, Lukas. Funktioniert einfach nicht richtig. Du musst es debuggen, mein Freund. Es ist aber ein Drucker. Du hast gerade gesagt, Drucker brauchen einen Gnadenschuss. Ja, ich weiß, aber ich habe heute zwei Drucker repariert.
Also es ist im Bereich des Möglichen. Es macht doch keinen Spaß. Ja, das Tolle ist halt, ich brauche theoretisch sogar ein gedrucktes Teil, damit mein Drucker wieder drucken kann. Weil, ja, sag halt was, dann mache ich's da. Ich kann dir das File sogar theoretisch schicken. Das ist hier die Halterung, die hier den Motor hält, der das ganze Filament vortreibt, um das zu extrudieren. Ach so, was kannst du doch haben? Ja, kannst klar. Du haben. Mache ich ja gern. Ist nichts Kompliziertes, aber das ist tatsächlich, als ich das Ding mal transportiert hatte, ist das Ding dann durchgebrochen und ich versuche es die ganze Zeit zu kleben, auch mit 2-Komponenten-Kleber. Das Ding ist halt in Originalqualität nicht so toll gedruckt gewesen und hält einfach nicht mehr zusammen, weil da keine Oberfläche hinter ist. Aber das ist einer der Gründe, weswegen er nicht tut gerade. Ihr seht, im Moment geht ganz viel verrücktes Zeug ab. Heute zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich spoilern darf, aber ich spoilere es jetzt einfach mal, ne? Ja, mach ruhig. Mein Factory-Video haben sie mir jetzt eine AMD 5700 XT zugeschickt, ne? Und die ist eine ja, aber nur geliehen bis Januar. Um halt das Video fertig zu machen, an dem ich gerade arbeite. Eins PC, und. Und ich bin ja ganz froh, dass sie mir ein stärkeres Muster als die 1050 Ti geschickt haben, weil die 1050 Ti würde meine Benchmark-Ergebnisse sehr drosseln. Nur jetzt habe ich das Problem, dass ich die 5700 XT ausprobiert habe. Und leider beide Testbenches ausgehen. Kein Freeze, kein Hardlock, kein Softlock, die gehen aus. Und zwar im Firestrike Extreme Benchmark. Und in zwei anderen Dingen, aber Death Stranding funktioniert, ein paar andere Sachen funktionieren, Cinebench läuft euch alles klasse auf beiden, aber beide Rechner gehen mit dieser Grafikkarte aus. Der Strom ist es nicht, 850 Watt Netzteil ist drin und jetzt habe ich die Befürchtung, dass die Grafikkarte einen Treffer hat und ich sie undervolten muss und das Powerlimit erhöhen muss. Worauf ich eigentlich schon mal gar keinen Bock habe. Aber das heißt schon wieder, alles was ich heute gemacht habe, ist wieder für Käse, weil ich alles wieder umstellen muss, sodass es dann einheitlich ist, über alle Benchmarks hinweg. Ja, nice. Und ich muss erstmal debuggen, wo das Problem ist und habe das erstmal gemeldet, dass das ein Problem ist. Also Technikhammer, ich weiß nicht, was dieses Ding schon wieder hat. Aber eine einzige kleine Komponente kann euren ganzen Rechner instabil machen. Ja, und meistens weißt du nicht, was es ist. Ja, das ist zum Beispiel so, ich habe ein Kartenlesegerät, wenn das bei mir am Rechner einsteckt, wird er nicht booten. Ich gehe nicht über ein B2-State hinaus. Wenn der Kartenleser abgesteckt ist, bootet er wieder. Fragt, wie lange ich gebraucht habe, um das rauszufinden. War das der Kartenleser geht das rein. War das mit dem RAM und deinen ständigen Stream abstürzen? Ja, der RAM. Oh Gott. Ja, ich hatte ja dir schon die Story mal erzählt gehabt hier, weswegen ich ja hier eigentlich in dem Teil, was ich für den ganzen Voice nehme hier in dem Board, warum da eigentlich keine richtige Grafikkarte dran ist. Sobald ich dann eine leistungsstärkere Grafikkarte als irgendwie so eine GeForce 210 oder sowas reintue, die eigentlich nur basically ein VGA-Output ist, ein HDMI, sobald ich dort Stärkeres dran stecke, bootet der einfach nicht. Der geht einfach in eine Bootloop. Du brauchst ein besseres Netzteil. Da war ein 1kW Be Quiet Netzteil zum Testen dran. Echt jetzt? Ja, Single Rail. Das ist, wenn das nicht ausreicht, um eine RX 580 da dran zu betreiben, dann weiß ich nicht, also da ist so viel Headroom. Also. Es kann auch sein, dass die RX 580 das gleiche Problem hatte wie jetzt die 5700 XT. Ich habe zwei probiert. Dass sie zu viel Strom über, den PC Express ziehen. Ja, ich weiß es halt nicht, aber es ist halt einfach so. Ich habe auch meine alte GTX 770 probiert, da ist halt dasselbe. Das ist schlecht. Also. Wird der wahrscheinlich weiterhin erstmal hier einfach mit so einer Billo-Grafikkarte vor sich hin sein Dasein fristen. Strom über PCI Express, das erinnert mich an eine super hacky Lösung, die wir mal genutzt haben. Das klingt nicht gut. Der Standard ist ja, es gibt ja den PCI Express Standard. Du kannst ja pro Slot theoretisch 75 Watt ziehen. Ja. So. Nein. Doch. Anstatt einem Slot haben wir 5 Slots benutzt. Oh Gott. Und haben versucht, damit dann auf den PCI Express Strom zu kommen, ohne das Netzteil austauschen zu müssen. Aber hat der Bauer auch schon mal gemacht. Hat er? Ja, aber es ist nicht gut. Ja, natürlich ist es nicht gut, aber an sich, du musst überlegen, ich meine, die Boards, die dafür ausgelegt sind, dass du so viel rausziehst, die haben meist nur 1 oder 2 Molex-Ports noch auf dem Board dran, die halten die PCIe-Slots versorgen mit Strom.
damit das in dem Fall nicht. Es lief nicht gut, aber es lief. Weil ansonsten die einzigen 12 Volt, die du als Zuleitung üblicherweise an so ein Board hast, ist so ein einziger Strang, der noch in dem dicken ATX-Ding da dran ist. So, das ist dieser Einzelne, der das Ganze versorgen muss. Die CPU hat ja eine eigene Stromversorgung über die 12 Volt. Genau. Bei sowas rieche ich schon wieder Magic Smoke. Gab's dann circa 3 Wochen später. Ja, ich rieche da schon den Magic Smoke. Ich weiß es schon vorher. Ja, das riecht nach einem großen Fehler. Mhm. Kann man mal machen, ne? Mal machen. Ich glaube, das kann man sogar noch auf Twitter nachverfolgen. Jungs und Mädels da draußen, wenn ihr auch mal solche Situationen erlebt habt, über kann man mal machen oder so, könntet ihr uns das gerne auch im Forum oder im Discord mal schildern, dann können wir einen Thread dazu aufmachen. Ich mag nämlich solche Situationen, da können wir uns dann im Livestream mal drüber unterhalten. Sammeln wir mal alle zusammen, was es so, jo, können wir mal machen, Momente gab bei euch, die auch ihr umgesetzt habt. Das sind bestimmt lustige Stories, die wir so zusammenkriegen könnten. Okay, das Forum erreicht ihr unter forum.geekfix.de und den Discord unter discord.geekfix.de. Genau, und falls ihr mehr aus diesem Livestream haben wollt, diesen Podcast haben wollt oder von uns selber, dann lasst uns auch wissen. Dafür haben wir Livestream-Themenumfragen. Dafür haben wir eben erwähnte Foren und Discord. Lasst uns wissen, was ihr davon haltet, wo ihr auch immer das konsumieren wollt und wie viel ihr das auch immer konsumieren wollt. Wir werden schauen, dass wir dem natürlich nachkommen können. Hoffentlich ist es auch interessant genug für euch da draußen. Man weiß es ja nie. Das sind ja einfach nur unsere abendlichen Runden, möchte ich es mal nennen. So, jetzt aber. Auch mal zum Ende. Macht's gut. Lukas muss abmodden. Los geht's. Ich muss abmodden. Nur ja. Dann mit dieser tollen Episode verabschieden wir uns dann jetzt aus diesem Podcast. Wünschen euch einen wunderschönen guten Abend, guten Mittag, guten Morgen, gute Nacht, wo auch immer ihr euch befindet, in welcher Zeitzone. Am besten lasst ihr den Podcast jetzt noch ein bisschen weiterlaufen, weil da kommen bestimmt noch ganz viele spannende Episoden, die jetzt dann noch da in der Podcast. Und falls nicht, einfach die nochmal anhören könnt. Genau, wenn auch nur zum Einschlafen. Wir hören uns beim nächsten Mal, sind damit raus und tschüss. Ciao.